Ein weiterer Tag, eine neue Challenge für euch mit dem heutigen Workout. Wir fangen an mit dem Warm-up, so machen wir 6 Minuten M-Rap. Hier möchten wir 10 Split-Checks, 10 Sit-Ups, aber ohne Schwung heute. Dann eine 20 Sekunden Wall-Sit und 3 Dive-Bombers. Wie gesagt, das 6 Minuten M-Rap, die Runden, so viel mal wie es geht in den 6 Minuten. Split-Checks, anders als ein Wall-Jumping-Check. Das linke Bein vorne, zum Beispiel rechte Arm oben und dann übers Kreuz. Machen wir hier 10 Wiederholungen. Jede Seite zählt hier. Nach 10 Reps kommen wir in 10 Sit-Ups. Da machen wir wie üblich die Füße so zusammen. Jetzt bleiben aber die Arme vorne, die gehen nicht hinten. Wir gehen also ab auf die Schultern und gehen wieder rauf. Aber und wieder rauf. Hier möglichst keinen Schwung aus den Armen. Macht es etwas anspruchsvoller. Nach diesen 10 Wiederholungen gehen wir an die Wand. Probieren hier schön 90 Grad zu machen. Ups, den Deckel weg. Und dann hier 20 Sekunden einfach so in dieser Position bleiben. Nach diesen 20 Sekunden kommen 3 Dive Bombers. Das ist eigentlich ein Push-Up, wo ihr reintaucht. Und zwar gehen wir hier mit einem breiteren Stand für die Höhe, tauchen wir rein, gehen vorne rauf und wieder zurück. Vorne rein und wieder zurück. Noch schwierige Variante könnt ihr auch machen. Geht ihr auf die Ellbogen oben und wieder rauf. Auf die Ellbogen oben und wieder rauf. Hier 3 Wiederholungen, das Ganze 6 Minuten lang. Nach diesen 6 Minuten macht ihr das Tabata mit Side Plank, Up and Downs. Das heisst 20 Sekunden auf einer Seite, wenn es geht, Füße aufeinander, auf dem Ellbogen und dann hier die Hüfte am Boden berühren und noch die Hüfte zu hoch aufdrücken, wie es geht. 20 Sekunden die eine Seite, nachher nicht auf die andere Seite wechseln, sondern zuerst auf den Rücken und dann kommen die Einbeinigen, V-Ups, aber jetzt auch einarmig. Also wir machen über das Kreuz, rechte Hand geht zum linken Fuß. Und dann geht es weiter, Plank auf die andere Seite und V-Ups auf die andere Seite. Das ganze Mal 2 gibt das ganze Tabata. Dann sind wir hoffentlich gut warm fürs Workout.